Wer sich übers Weltgeschehen informieren will, kauft sich eine Zeitung, schaltet den Fernseher ein, besucht eine Nachrichtenseite im Internet. Oder spielt ein Newsgame. Ein Computerspiel, das sich um Nachrichten und ihre Hintergründe dreht. Aber ein solches Spiel zu entwerfen, ist anspruchsvoll. Prallen hier doch die Erwartungshaltung von Zockern auf die Computerspielkompetenz eines Nachrichtenpublikums. Also die Videogamer haben unser Projekt zu einfach gefunden und das Publikum manchmal zu kompliziert. Also was richtig schwer war, war einen Kompromiss zu finden zwischen diesen beiden Welten, also Videogamer und normales Publikum. Aber als öffentlich-rechtlicher Sender haben wir uns trotzdem entschieden, was für das breiteste Publikum zu produzieren. Donatien Huet ist eigentlich Redakteur der Nachrichtenredaktion des Fernsehsenders Arte. Dem Thema Flüchtlinge wollte er sich aber nicht mit einer weiteren Doku oder noch einem Webspecial annehmen. Und so entwickelt er mit seinen Kollegen das Newsgame Refugees. In Refugees bekommt man keine Nachrichten serviert, sondern schlüpft selbst in die Rolle eines Reporters, der 4 Flüchtlingslager im Irak, Libanon, Tschad und in Nepal besucht. So soll der Spieler einen unmittelbareren Eindruck vom Leben der Menschen dort bekommen. Er kann wählen, welche Leute er treffen will. Und er kann dann seine eigene Erfahrung haben. Und ich glaube, das ist viel stärker. Und Refugee ist bei weitem nicht das einzige Newsgame, das politische Themen in eine Spielhandlung packt. In Steuerflucht für Anfänger etwa darf man seine Millionen in Offshore-Konten vor dem Fiskus verstecken. In Budget Hero den US-Staatshaushalt ausbalancieren, in Cutthroat Capitalism Pirat in Somalia spielen und in Prism des Kölner Journalisten und Game-Designers Markus Bösch im Dienste der NSA Internet-User ausspionieren. So wird der Spieler zum Akteur in den Abläufen hinter den täglichen Nachrichtenmeldungen. Im Idealfall macht dieser Perspektivwechsel die Zusammenhänge solch komplexer Systeme überhaupt erst verständlich. Ganz ähnlich wie schon beim Spieleklassiker SimCity. Ich kann eine Stadt bauen und wenn ich diese Stadt baue, erfahre ich dabei super viel über Städteplanung. Beim Machen lernt man viel, viel mehr, als wenn man sich jetzt hinsetzt und ein Buch über Stadtplanung liest. Und Ähnliches gilt eben auch für sehr viele journalistische Inhalte. Die beiden großen Stärken von Newsgames im Vergleich zu linearen Medien ist zum einen, dass sich Spiele perfekt eignen, um Systeme zu erklären, und zum anderen sind es interaktive persönliche Erlebnisse. Aber Bösch weiß, die Möglichkeiten der Newsgames sind begrenzt. Etwa wenn es darum geht, auf tagesaktuelle Ereignisse zu reagieren. Denn ein gutes Newsgame braucht einfach eine gewisse Zeit für Konzeption und Umsetzung. Und selbst wenn es diese Zeit gibt, finden nur wenige Newsgames ein größeres Publikum. Auch wenn die Barrieren eher niedrig sind und der Zugang zum Spiel kostenlos ist. Für den Medienwissenschaftler Gundolf Freiermuth ist das jedoch kein Problem. Schließlich steht das Genre des Newsgames erst am Anfang seiner Evolution. Es gibt Grenzen, die noch wesentlich darin begründet sind, dass Spiele als Medium noch eine Entwicklung vor sich haben. Und zwar sowohl eine technische wie eine ästhetische Entwicklung. Games sind ein Medium wie alle anderen auch. Man würde ja auch nicht fragen, gibt es Grenzen dessen, was ich im Film festhalten kann? Oder gibt es Grenzen dessen, was ich aufschreiben kann? Nein, die gibt es nicht. Allerdings gibt es Grenzen dessen, was der eine oder andere kann. Das heißt, wir müssen natürlich erst lernen, diese Formen zu entwickeln und mit diesen Medien umzugehen. Und deshalb ist es wichtig, dass mit der Form des Nachrichtenspiels experimentiert wird. Leider geschieht das bislang nur in Großbritannien und Nordamerika, etwa bei der BBC, der New York Times oder beim Magazin Wired. In Frankreich gibt es Fördergelder für interaktive Formate wie Refugees von Donatien Huet. In Deutschland steht Markus Bösch mit seinem Newsgame Prism noch recht alleine da.